So, ein erneutes Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind wieder da mit einer neuen Arena-Challenge. Die Season 2 ist endlich da und ja, meine beiden Kollegen sind übrigens auch wieder da. Moin Moin! Hallo, yo! So, nachdem wir die erste Phase von unserer Arena-Challenge jetzt mehr oder weniger abgeschlossen haben, haben wir gedacht, wir machen noch eine zweite Runde. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze nochmal komplett neu und bannen diesmal das OU aus dem Spiel raus. So. Ja, Freunde, und dann kommen wir auch schon zur ersten Folie. Also erstmal, wir haben 8 komplett neue Arenen, ist ja auch eigentlich logisch, weil 8 alte Arenen wäre ja langweilig. 3 neue Top 4, nur 3, weil eine Top 4 stehen bleibt, einen völlig neuen Champ und diverse Regeln, zu denen wir gleich auch noch kommen werden. So, erstmal zu den verbotenen Pokémon. Die Liste ist diesmal ein gutes Stück länger, weil wir diesmal noch das ganze OU rausgeschmissen haben, aber ich lese das trotzdem jetzt einfach mal alles vor. Verboten sind Pixie, Lamus, Gengar, Chanera, Starmie, Dragoran, Mewtwo, Mew, Azumarill, Xerox, Panzer Aeron, Raikou, Despota, Lugia, Ho-Oh, Celebi, Logok, Kapilz, Krebutak, Latias, Latios, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Jirachi, Deoxys, Staraptor, Knakrak, Hippoterus, Sneepunna, Magnezone, Togekiss, Skorgro, das Waschrotom, die restlichen Rotoms dürft ihr noch benutzen, Dialga, Palkia, Heatran, Giratina, Manaphy, Darkrai, Shaymin, die Zenitform, die Landform ist nach wie vor okay, Arceus, Victini, Serpiroyal, wobei ich dazu sagen muss, dass ihr das mit Notdünger spielen dürft, das mit Umkehrung ist allerdings definitiv verboten. Stalobor, Meistergriff, Serapendra, Tentantel, Cesurio, Ramot, Terrakium, Boreos, die Tiergeistform, die Inkarnationsform ist nach wie vor erlaubt, Voltolos, Reshiram, Zekrom, Demeteros, Kyurem Schwarz, Kyurem Weiß, das normale Kyurem dürft ihr noch benutzen, Keldeo, Genesect, Quajutsu, Grabbit, Fiaro, Durengard, Felinara, Resadero, Klavion, Xerneas, Iveltal, Zygarde, Hooper, die Unbound-Version und Vulkanion. So, dann hätten wir natürlich auch noch ein paar verbotene Items. Das sind alles Megasteine, und zwar die von Bisaflor, Glurak, X und Y, Taubos, Simsala, Kangama, Pinsir, Garados, Scaraborn, Gardevoir, Zubiris, Flunkiefer, Meditalis, Voltenso, Altaria, Brutalander, Metagross, Schlapohr, Lucario, Galagladi und Dianzi. Bedenkt, dass ihr all diese Pokémon normal spielen könnt, allerdings nur nicht als Mega. Und dann hätten wir noch ein paar Klausel zu beachten. Zumal hätten wir beim Sleep Klaus. Durch eigene Attacken darf maximal ein gegnerisches Pokémon gleichzeitig eingeschläfert werden. Die Evasion Klaus. Erhöhen des Fluchtwerts durch Attacken, Items oder Fähigkeiten ist verboten. Und dann hätten wir noch die Spezies Klaus. Ein Team darf keine Pokémon mit identischer Pokédex-Nummer unterhalten. Und die Endless Battle Klaus. Ein Pokémon darf nicht gleichzeitig eine Heilattacke, eine Yonagobeere und Aufbereitung oder reiche Ernte zugleich haben. Als nächstes hätten wir dann die Swagger Claws, die Attacke Angeberei ist verboten, die Modi Claws, die Fähigkeit Gefühlslippe ist verboten, Baton Pass Claws, in einem Team darf maximal ein Pokémon die Attacke Staffette beherrschen, One Hit KO Claws, Hornbohrer, Guillotine, Geofizio und Eiseskälte sind natürlich auch verboten und die Item Claws, in einem Team darf maximal ein Item doppelt vorhanden sein, dieses Mal ein bisschen abgeändert. Euer Team, ihr dürft wie in Season 1 12 Pokémon mitnehmen. Items, Attacken, Fähigkeiten und EV-Splits auf Pokémon dürfen nicht verändert werden. Dann kommen wir als nächstes zu den Arenen. Für jeweils 2 gewonnene Arena-Kämpfe gibt es wie auch beim letzten Mal ein Continue. Wenn ihr einen Kampf verliert, wird euch ein Continue abgezogen und ihr dürft erneut kämpfen. Habt ihr keine Continues mehr verliert einen weiteren Kampf, so scheidet ihr aus. Die Top 4 Kämpfe geben keine weiteren Continues mehr. Ihr nehmt allerdings alle Continues, die ihr in der Arena-Phase gesammelt habt, mit in die Top 4. So, und als nächstes kommen wir zu den Arenen. Einmal haben wir hier den Typ Unlicht, Trick mit Mega Absol, Trikefalo, Tohaido, Nachtfahrer, Pion Draghi und Zubiris. Dann als nächstes habe ich den Typ Gift mit Mega Vibor, Nidoking, wieder Pion Draghi, Roserade, Pentoxa und Smogmog. Bei meinem Typ Elektro benutze ich ein Mega Ampharos, Lungenschlick, Zapdos, Voltula, Luxtra und Zapdragon. Und ich hätte dann noch die Eisarena mit einem Mamutl, einem Frostetchen, einem Austausch, einem Vigis, einem Arctillas und einem Rexbizarre. Dann habe ich noch eine Geistarena mit einem Tromborg, einem Banette, Traummagil, Golgantis, Echnatoll und Apokalypse.
Dann habe ich noch einen Bodenstahl-Typ mit einem Morlau, mit einem Karmorupp, einem Bronzong, einem Libeldra, Stollers und einen Infolio. Und zum Schluss komme ich noch mit meinen beiden Arenen. Ich habe zum einen eine Normalarena mit Ordoch, Meluetta, Rigigigas, Chillabel, Ditto und Schwalbos und dann noch eine Flugarena mit Ledian, Togetic, Xatu, Emolga, Aeropteryx und Zumvolara. Und dann kommen wir noch zur Top 4. Ich hätte da zum einen meine altbekannte Wassertop 4 mit Quaxo, Sumpex, Empoleon, Admurai, Austos und Aquana. Und dann noch meine Kampfarena ist ebenfalls in die Top 4 gerutscht mit Irokex, Lucario, Panferno, Brigaron, Toxiquack und Vishu. Dann kommen wir als nächstes zu meinem Team. Das ist dieses Mal der Typ Drache Psycho, nicht mehr Drache Stahl. Ich besitze ein Mega Gewaldro, ein Brutalandra, ein Maxax, ein Galagladi, ein Lashuking und ein Simsala. Und ich habe ein Feuerteam mit einem Vulnona, einem Arcani, einem Lavados, einem Hundemon, einem Rotom und einem Flapidian. Ja, Leute, und dann hätten wir noch wieder einen Champ. Dieser Champ hat wieder ein Mixteam, darauf könnt ihr euch vorbereiten. Er wird wie immer geheim bleiben und lasst euch einfach überraschen. Wenn ihr alles geschafft habt, werdet ihr die Freude haben, gegen ihn antreten zu dürfen. Oder gegen sie, wer weiß. So, und zu guter Letzt müsst ihr natürlich auch mal wieder wissen, wie ihr an der ganzen Sache teilnehmen könnt. Ihr braucht dazu einen Skype-Account und ihr müsst mich dazu auf Skype adden. Ich habe euch hier mal meinen Skype-Namen hier wieder reingeschrieben. Und falls ihr mich schon geaddet habt, schreibt mich dann einfach an. Ich brauche von euch dann eure 12 Pokémon, die ihr mitnehmen wollt, ihre Attacken, ihre Fähigkeit und ihr Item, das die drauf spielt. Und natürlich brauche ich auch euren FC. So, das war's dann erstmal von uns. Wir hoffen, dass ihr zahlreich teilnehmen werdet und wir sehen uns dann in der Arena. Ja, ciao Leute! Ciao Leute, haut rein! Und dann hätten wir noch ein paar Klauses zu beachten, zumal hätten wir die Sleep Claws. Durch eigene Attacken darf maximal ein gegnerisches Pokémon. Mann ey, ich bin so ein Vollidiot. Dann hätten wir als nächstes die Swagger Claws, die Attacken angeht. Ja, na fuck! Mann! Und dann habe ich noch einen Bodenstahl-Typ mit einem Morlord, heiße Kuh, scheiße.